Deutschland ist beim Vermeiden von Verpackungsmüll Schlusslicht innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, in keinem anderen Land innerhalb der Europäischen Union wird pro Kopf so viel Verpackungsmüll produziert wie in Deutschland. Deshalb reicht es nicht, wenn die Umweltministerin unverbindliche Gesprächsrunden mit den Verursachern organisiert. Was wir jetzt brauchen, sind verbindliche Reduzierungsziele, und zwar notwendig ist, den Verpackungsmüll bis 2030 zu halbieren.